CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Dank und dem Glückwunsch an den Kollegen Ehrmann möchte ich mich an dieser Stelle natürlich sofort anschließen. Alles Gute, vielen Dank. Ja, Medien werden gerne einmal als vierte Gewalt im Staate bezeichnet, als System, das neben der Legislative, also neben uns, neben der Exekutive und neben der Judikative existiert. Und in aller Regel ist mit diesem Begriff der vierten Gewalt auch gleich die Kritik verbunden. Der Begriff der vierten Gewalt ist verfassungstheoretisch natürlich völlig falsch und offen gesagt, ich mag ihn auch nicht so richtig, weil er tatsächlich schief ist. Medien sind nicht demokratisch legitimiert, sie sind oft auch einfach nur Teil der Wirtschaft und zum Geldverdienen da und sie verfügen vor allem über keinerlei staatliche Gewalt, um dieses Staatswesen zu verändern. Natürlich nehmen sie aber hier bei uns in der Bundesrepublik eine wichtige öffentliche Aufgabe wahr, eine Wächterfunktion, eine Kontrollfunktion und damit sind sie wesentlicher Bestandteil unserer demokratischen Verfasstheit. Aber Gewalt üben sie keine aus. Das geschriebene oder gesprochene Wort ist für uns Politiker gleichwohl manchmal quälend. Mitunter fühlen wir uns unrecht behandelt, mitunter werden wir auch unrecht behandelt. Aber generell ist es richtig, dass das Verhältnis zwischen Politik und Medien ein angespanntes ist. Alles andere wäre Kumpanei und dem demokratischen Wesen abträglich. Alles in allem finde ich, dass wir mit diesem angespannten Verhältnis zwischen Presse und Politik seit 1945 ganz gut gefahren sind hier in Deutschland. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man es besser organisieren sollte. In den vergangenen Jahren jedenfalls ist ein Wandel zu erkennen. Es gibt recht leidenschaftliche, hitzige Diskussionen. Was darf Journalismus? Wo liegt die besondere Verantwortung, Dinge zu benennen oder eben auch nicht zu benennen? Welche Bilder muss man zeigen? Welche Bilder sollte man aus gutem Grund nicht zeigen? Die Diskussionen sind schwierig, aber wichtig. An Medienkritik ist nichts Schlimmes zu finden. Sie macht die Dinge besser, zumal auch Journalisten wie Politiker nur Menschen sind und natürlich auch Fehler machen. Mit einem Lügenpressevorwurf wird jedoch der Bereich der Medienkritik weit verlassen. Wenn Menschen in unserem Land mit diesem Kampfbegriff um sich werfen, dann ist das eine generelle Verunglimpfung und Abwertung, die jeder sachlichen Grundlage entbehrt. Politische Kräfte, die in unserem Land mit solchen Begriffen agieren, agitieren, stellen sich ins Abseits. Und sie haben noch nicht einmal im Ansatz begriffen, was Demokratie bedeutet. Und ein solcher Zustand kann einem auch hier bei uns in Deutschland Angst machen. Wenn man aber ins Ausland schaut, dann wird es durchaus noch ernster. Schauen wir in die USA. Der amerikanische Präsident, Führer der freien Welt, beschimpft Medien als Feinde des amerikanischen Volkes und kanzelt selbst die Berichterstattung seriöser Medien als Fake News ab. Schauen wir aber, und das wurde eben auch schon von den Kollegen getan, in die Türkei. Da geht es nicht mehr nur um unsachliche Kritik oder Verunglimpfung, sondern um Gewalt und Freiheitsentzug. Seit dem gescheiterten Staatsstreich im vergangenen Jahr haben die türkischen Behörden so viele Journalisten verhaftet wie in wohl keinem anderen Land der Erde. Aber Journalisten werden nicht nur beschimpft oder eingesperrt, um sie an ihrer Arbeit zu hindern. Die Gewalt gegen sie reicht hin bis zum Mord, und das nicht einmal selten. Eine neue Studie über Journalistenmorde belegt die Gefahr. Zwischen 2002 und 2016 wurden demnach 1.700 Tötungen von Pressemitgliedern dokumentiert, allein 400 davon in den vergangenen beiden Jahren. Und entgegen der weltweit verbreiteten Auffassung, Journalisten würden überwiegend im Kreuzfeuer von Bürgerkriegen bei ihrer Arbeit, bei ihrer Berichterstattung oder von kriminellen Banden getötet, zeigt diese Untersuchung, dass viele Journalisten außerhalb von Kampfzonen, außerhalb von Konfliktzonen und entweder von staatlicher Seite getötet werden oder die Täter eben dann nicht eindeutig identifiziert werden können. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter in 9 von 10 Fällen unbestraft bleiben. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es bei Morden eine Aufklärungsquote von über 90%. Viele der Länder mit den höchsten Zahlen an getöteten Journalisten bringen die Täter nicht einmal vor Gericht. Besonders dramatisch ist die Situation in Russland, Brasilien, Pakistan, Bangladesch oder Mexiko. Die Studie untermauert mit ihrem Ergebnis also die Notwendigkeit unseres Antrages, weil die aktuellen Entwicklungen tatsächlich dramatisch sind. Deshalb müssen wir unsere
Bemühungen verstärken. Denn eine offene und demokratisch verfasste Gesellschaft ist nur mit einer freien und unabhängigen Presse machbar. Aber eine solche, nicht vom Staat gelenkte, keiner Zensur unterworfene Medienlandschaft kann es eben dann nur geben, wenn Journalisten und Reporter beim Recherchieren, beim Schreiben nicht mit Gewalt oder Gefängnis rechnen müssen. Ein Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten könnte die Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten effektiv überwachen. Er könnte den Finger in die Wunde legen, wo nötig. Öffentlichkeit kann nämlich dieses Thema gar nicht viel genug bekommen. Ich würde mir darüber hinaus wünschen, dass wir auch hier bei uns in Deutschland erkennen, wie wertvoll eine freie Presse ist, auch wenn sie gelegentlich wehtut. Sie ist ein Aushängeschild für unsere Demokratie, eine Errungenschaft. Und so schmerzhaft sie manchmal für die Politik sein mag, so unkorrekt sie vielleicht manchmal im Einzelfall uns auch erscheinen mag, eine unfreie Presse ist in jedem Fall eine schlechte Presse. Vielen Dank. Jetzt hat Sigmund Ehrmann als letzter Redner.